Mal ehrlich, wie viel Zeit kostet es dich in der Woche, deine Einkäufe zu erledigen? Gehst du gerne in den Supermarkt oder nervt es dich manchmal? Also für uns ist die einfachste Art, Stress aus dem Alltag rauszunehmen, definitiv bei Knusper zu bestellen. Knusper ist Supermarkt und Hofladen zugleich und wir können, ob Produktionen oder abends mit der Familie, einfach alles in Top-Qualität auf einen Schlag bekommen, ohne unnötig durch die Gegend zu fahren. Für uns gibt es keinen anderen Online-Supermarkt und auch eben Hofladen, der so eine große Vielfalt an Lebensmitteln, Drogerie, Apotheken sowie Backwaren anbietet. Und damit ihr euch jetzt unsere Podcast-Folge ganz entspannt anhören könnt, ohne schon wieder auf dem Sprung zu sein, bekommt ihr einen Rabattcode von uns. Mit EPI10 schenkt euch Knusper 10 Euro für alle, die zum ersten Mal bestellen. Gültig bis zum 31. Juli und nun viel Spaß bei unserer neuen Podcast-Folge. Ach übrigens, Knusper schreibt man knusper.de. Dass es vor allem aber auch Spaß macht, weil in dieser Achtsamkeit und in dem Bewusstwerden von Mustern liegt ganz viel Magie und ganz viel Wiedererkennen von, wie schön das Leben ist und wie toll so die kleinen Dinge sind, weil wir ja so in dieser verrückten Welt einfach erstickt werden von Negativität und erstickt werden auch von davon, dass wir immer im Mangel sind im Gegensatz zu anderen. Und da hilft mir das einfach wahnsinnig. Hallo ihr Lieben zu einer neuen Folge Epifood Gesundheit und Genuss. Heute geht es um ein Thema, das, würde ich sagen, in aller Munde ist, und zwar das Thema Achtsamkeit. Vor allem seit der Pandemie, würde ich sagen, ist dieses Wort doch schon jedem bekannt. Aber was hat Achtsamkeit jetzt zum Beispiel mit Frauenpower zu tun? Weil man ganz oft wird dieses zusammen verwendet. Oder besser gesagt, was ist Frauenpower oder Achtsamkeit überhaupt? Sind wir mal ehrlich. Jetzt haben wir eine Expertin eingeladen, die Sina Diepold. Sie ist nicht nur Yoga-Lehrerin, sondern auch Co-Founder vom Studio Kale & Cake. Habe ich auch schon Yoga gemacht, by the way. Ist richtig toll und ihr habt auch während der Pandemie Online-Kurse angeboten. Eine richtig coole Geschichte. Das macht ihr ja mittlerweile ja immer noch mit großem Erfolg. Sie ist selber Podcasterin und seit kurzem auch Mama. Und ich freue mich sehr, dass ich sie im Podcast jetzt begrüßen darf. Hallo, liebe Sina. Hi Feli, ich freue mich hier zu sein. Ich würde mal sagen, jetzt darfst du dich auch noch mal selber vorstellen. Jetzt habe ich ja schon hier in den höchsten Tönen von dir gesprochen. Ich bin ja großer Sina-Fan, das weißt du auch, glaube ich. Aber stell dich doch noch mal unseren Hörern und Hörerinnen vor. Danke dir und danke für die schöne Vorstellung. Und ich bin ja auch großer Fan von dir und eurer Arbeit. Haben wir auch schon bei Kellen Kick ein paar Mal genutzt, das geile Essen von euch. Also kann ich gleich mal zurückgeben an dieser Stelle Danke. über mich. Genau, du hast die Eckdaten so gesagt. Ich bin jetzt gerade frisch Mama, das ist natürlich das Prominenteste in meinem Leben. Aber meine Arbeit und das, was vor allem mich selber extrem viel beschäftigt in meinem Leben, ist eben das Thema Yoga. Aber Yoga ist eigentlich nur so der Kompass oder die Sprache, die ich nutze, um ein Leben zu kreieren, das ausgeglichen ist und selbstbestimmt. Und das ist gar nicht so leicht in dieser sehr komplexen Welt. Und ich nutze dafür Yoga einmal als Philosophie, aber gleichzeitig auch als körperliche Praxis, um Körper, Geist und Seele irgendwie zusammenzubringen. Und das, was ich selber so geil finde und selber liebe und mir wahnsinnig hilft, irgendwie klarzukommen in diesem verrückten Leben zwischen den Extremen, die wir bei uns Grünkohl und Kuchen genannt haben, sozusagen, teile ich mit anderen über meine Firma und das eben über Yogastunden, über Bar, über Ausbildungen, aber online, vor Ort und über den Podcast und das so als Extension von dem, was ich eben selber liebe. Und da bin ich sehr dankbar, denn das macht sehr Spaß, das zu teilen, was man selber nutzt und einem selber sehr viel hilft. Du sagst ja schon, in einer verrückten Welt bin ich definitiv bei dir, weil man ja auch ganz also so unterbewusst passieren ja so viele Dinge. Und ich glaube, unterbewusst ist das richtige Stichwort, jetzt in unser Thema einzusteigen. Das ist eben diese Achtsamkeit. Das ist immer leicht gesagt, ja, da bin ich doch achtsam. Ja, das habe ich jetzt ganz selber entschieden. Das will ich so. Und da mal ein bisschen tiefer zu tauchen, ja, diese Erfahrungen zu machen, was ist eigentlich wirklich Achtsamkeit, fand ich jetzt auch für mich persönlich spannend und immer wieder spannend, weil ich muss sagen, da ab und zu, ja, man macht so viele Dinge unterbewusst oder aufgrund von Rastern, die man erlernt hat, Erfahrungen von seinem Außen mitbekommt. Jetzt würde mich natürlich erstmal interessieren, was verstehst du jetzt unter diesem Thema, dieses große Wort Achtsamkeit? Das ist eine gute Frage, weil das tatsächlich mittlerweile schon so ein Wort geworden ist, das ganz schnell rumgeworfen wird. Auf der anderen Seite ist es ja auch wirklich etwas, was
zwar auf der einen Seite sehr viel Tiefe hat, aber eigentlich auch nicht so schwer ist, weil, wie du sagst, Achtsamkeit ist, ich bin achtsam, also ich bin bewusst, ich bin, bin präsent mit dem, was gerade ist. Also ich nehme wahr, was gerade ist und versuche das aber auch einzuordnen. Also zu sagen, okay, ich radel jetzt irgendwie durch den englischen Garten und entweder fahre ich auf Autopilot und radel schnell irgendwie dahin, wo ich hin muss, oder ich nehme wahr, was um mich herum ist und bin bewusst damit und achte darauf, was um mich herum passiert. Und das finde ich eine sehr schöne Möglichkeit, einfach das Leben bewusster wahrzunehmen. Also man verpasst einfach sau viel, weil in den kleinen Momenten zwischen A und B irgendwie passieren eigentlich die magischen Dinge und nicht nur diese großen Dinge. Und wie du schon gesagt hast, wir haben so Muster, wir haben so Gewohnheiten, die auf der einen Seite sehr wichtig sind für uns, weil wenn wir keine Gewohnheit machen könnten daraus, dass wir irgendwie trinken, sondern müssten uns jedes Mal das wieder beibringen, wie man einen Becher in die Hand nimmt und sich an den Mund, an die Lippen führt und trinkt. Oder der Klassiker wäre ja Autofahren und jedes Mal das wieder mir nachdenken müsste, wie das funktioniert, dann könnten wir unser Leben nicht bestreiten. Aber was passiert, dass wir dann so Muster ablaufen und man macht Dinge einfach so und irgendwann kann das schädlich sein, weil wir gar nicht selber wirklich entscheiden, sondern aus einem unbewussten Muster heraus, was wir beigebracht bekommen haben. Und das zu durchbrechen ist tatsächlich harte Arbeit, aber auf der anderen Seite ist auch immer wert und es hört nie auf. Das ist jetzt die Frage, ob das jetzt motivierend ist oder demotivierend. Ich finde es motivierend, dass es einfach etwas ist, wo man immer damit sein kann und immer sich austesten kann. Genau, würde ich jetzt mal so sagen, Achtsamkeit und diese Muster und dass es vor allem aber auch Spaß macht, weil in dieser Achtsamkeit und dem Bewusstwerden von Mustern liegt ganz viel Magie und ganz viel Wiedererkennen von, wie schön das Leben ist und wie toll so die kleinen Dinge sind, weil wir ja so in dieser verrückten Welt einfach erstickt werden von Negativität und erstickt werden auch von davon, dass wir immer im Mangel sind im Gegensatz zu anderen. Und da hilft mir das einfach wahnsinnig, so ein bisschen wieder bei mir zu sein und mich einzunorden in den alltäglichen Momenten, dass da ganz viel Schönheit ist und wahrzunehmen, dass ich doch mein Leben selbst in der Hand habe, wenn ich eben mir meiner Muster bewusster werde. Wie würdest du dieses Thema angreifen? Also wo würdest du sagen, okay, das ist jetzt alles schön gesprochen, es hört sich auch toll an, aber wie fange ich jetzt an? Wo fange ich jetzt an? Ist es jetzt das Aufstehen? Muss ich das anders machen? Ist es eine Routine, die ich durchbrechen muss? Oder wo sagst du, da kannst du anfangen und da spürst du dann auch gegebenenfalls direkt einen Unterschied? Also was eine ganz lustige Möglichkeit ist, einfach auch Bewusstsein zu schaffen, ist tatsächlich, das macht meine Mama ganz arg gerne, ist gewohnte Wege von A nach B, zum Beispiel in die Arbeit oder zu einer Freundin oder einfach zum Supermarkt. Wege, die wir die ganze Zeit zurücklegen, die wir so auf Autopilot immer den gleichen Weg wählen, mal einen anderen wählen. Ich ertappe mich sogar, dass wenn es zum Beispiel eine zweispurige Straße ist, dass ich immer ungefähr an der gleichen Stelle irgendwie die Spur wechsle oder in der einen Spur immer fahre. Also das einfach nur zu erfahren, was es heißt, plötzlich wieder aus diesem Autopilot ein bisschen auszusteigen. Und was ich dann feststelle, ich schaue auch zum Beispiel immer, ich laufe auf der gleichen Straßenseite aus einer Gewohnheit heraus und dann sehe ich aber nie die Häuser auf der anderen Seite. Und das letztens hatte ich wieder so einen Moment, wo ich dann an einem anderen Moment als gewohnt irgendwie hochgeblickt habe und mir dachte so, hoch, das ist aber ein schönes Haus, das hatte ich ja vorher noch gar nicht gesehen. Und allein das bringt uns eben in so ein Bewusstsein, in so ein Wahrnehmen, in diese Achtsamkeit, da einfach mal diese Erfahrung zu machen. Und das finde ich einfach so ganz leicht und ganz witzig. Und wenn man eben, wie ich jetzt mein ganzes Leben in München lebt, es ist eine schöne Möglichkeit, auch eine Stadt nochmal neue Ecken zu sehen. Und das muss nichts sein, ich mache jetzt einen großen Ausflug, sondern ich nehme mal auch eine andere öffentliche Verkehrsmittel. Anstatt immer die S-Bahn zu nehmen, nehme ich jetzt halt mal den Bus. Oder vor allem, wenn ich natürlich Zeit habe, weil meistens heißt das, dass man vielleicht etwas mehr Zeit verbrät. Aber das finde ich eine schöne Möglichkeit, einfach um den Horizont mal kurz mit so was ganz Einfachen, Alltäglichen zu eröffnen. Und dann merkt man eben auch diese Muster. Und das andere wäre, was die beste Möglichkeit ist, um Veränderung zu starten, weil Muster zu durchbrechen ist anstrengend, das ist gar nicht leicht, dass man erstmal schaut, wo ist denn ein hoher Leidensdruck? Weil jetzt allen zu sagen, ihr müsst jetzt eine 30-minütige Morgenroutine starten und das sind 10 Minuten von dem und 10 Minuten von dem und 10 von denen,
ist vollkommen unrealistisch, weil wir alle andere Bedürfnisse haben. Und es gibt so eine, sagen wir mal, den wie man den Tag startet, ist grundsätzlich erstmal sehr sinnvoll, sich das anzuschauen, weil es sehr viel dafür bereitet, wie man halt einfach in den Rest des Tages lebt. Wenn ich so aus dem Bett steige und mir erstmal den großen Zeh anhaue und mich ärgere, dann ist meistens der Tag danach auch echt ganz schön schwierig, wieder so aus dieser schlechten Laune rauszuziehen. Wenn ich aber zum Beispiel mit Sonnenstrahlen im Gesicht gekitzelt werde und vielleicht irgendwie mein Partner, Partnerin, Mitbewohnerin oder wer auch immer mir zum Beispiel eine Tasse von meinem Lieblingsgetränk am Morgen ans Bett bringt, da spürt man gleich so, wenn ich so allein schon im Kopf mir vorstelle, oh, der Tag wird gleich ganz anders. Das heißt, das Potenzial am Morgen natürlich achtsam zu starten ist extrem hoch. Aber du musst schauen, wo ist denn da vielleicht irgendwie dein Leid? Also wo findest du es total schrecklich und unangenehm, dass du immer so müde bist am Morgen? Okay, was kannst du machen? Vielleicht möchtest du dir mal angewöhnen, früher ins Bett zu gehen. Also wo ist ein Leidensdruck und wo kann ich vielleicht mit Achtsamkeit und Bewusstsein und eben eine bestimmte Routine zu durchbrechen, ein Leid lösen? Oder zum Beispiel, ich fühle mich immer schlapp und ich möchte irgendwie mehr Sport machen. Dann findest du vielleicht eine leichte Routine, die du einführen kannst, um da besser Veränderungen zu kreieren. Weil wenn du keinen Leidensdruck hast und einfach nur meinst, du musst das jetzt machen, dann bleibt man ja auch überhaupt nicht dran. Deswegen finde ich das immer ganz eine gute Möglichkeit zu schauen, okay, wo bin ich denn extrem unzufrieden mit meinen Routinen? Wo bin ich extrem unzufrieden mit meinen Mustern? Genauso kann man natürlich dann tiefer gehen und sagen, das sind irgendwie Verhaltensmuster, dass ich immer, wenn ich bei meinen Eltern bin, verfalle ich in das und das. Also das ist natürlich die fiesesten Muster mit der Familie. Aber die sind oft die, wo man plötzlich verfällt, die man nicht so mag. Und dann kann man sagen, okay, irgendwie verfalle ich immer in das und das Muster. Was ist das denn an mir, dass ich immer in so ein Verhaltensmuster falle? Und weil das so eindeutig ist, finde ich das immer spannend, sich dann mal anzuschauen und einfach nur zu verstehen, man muss immer gar nicht unbedingt gleich was verändern, sondern was Sinn macht, ist einfach auch erstmal zu sehen, ah, okay, da ist ein Muster. Was passiert denn, wenn ich mir das anschaue? Was erlerne ich darüber? Und dann kann man immer noch schauen, okay, wie kann ich das vielleicht verändern, wenn eben es ein Leid kreiert bei mir? Ja, ich fand das ganz spannend, dass du das mit, ich sag mal, der Touri in der eigenen Stadt, ich finde das auch, macht richtig Spaß. Also es sollte jeder von euch dringendst ausprobieren, an einem freien Sonntag zum Beispiel. Wirklich, teilweise passiert mir auch wirklich die gleichen Wege und dann erzählt dir jemand von einem Restaurant, von einem Café oder irgendwas, was tatsächlich auf dieser Route liegt und dann checkst du erst, dass du da irgendwie nie richtig drauf geachtet hast. Also es ist die ganze Zeit an dir vorbeigegangen, ist fast schon unangenehm, ehrlicherweise, weil ich meine, wir gehen ja alle mit offenen Augen vermeintlich durchs Leben. Aber ja, ist auf jeden Fall, finde ich auch total spannend, dieses bisschen kindliche Erleben. So, was ist das denn? Mal so outside the bubble, weil man sich ja doch immer für die gleichen Themen interessiert, vor allem, wenn man älter wird, man wird ja ein bisschen engstirniger, dann zu sagen, okay, jetzt mal wieder mit kindlichem Interesse an Dinge dran zu gehen, die mich vielleicht erstmal nicht interessieren, aber dann doch vielleicht ja auch übergreifende Themen, weil es hängt ja irgendwo alles zusammen, auch nochmal die Themen sozusagen so zusammenbringen kann und mal so einen ganz anderen Input reinbringt, ja, auch in Sachen Entscheidungsfindung, finde ich. Und jetzt habe ich ganz am Anfang schon gesagt, wir sprechen auch über Frauenpower. Also wir sprechen jetzt von Achtsamkeit und Frauenpower. Wie passt das jetzt zusammen? Und da müssen wir wahrscheinlich geschichtlich noch ein bisschen tiefer und weiter zurückgehen. Ich glaube, was da ganz spannend ist, wenn es um Achtsamkeit und Ermächtigung von Frauen vor allem geht, ist, dass wir in einer Welt leben, die einfach sehr durch Muster geprägt ist und diese ganz viele, ganz tief verwurzelte Muster sind, naja, sexistisch oder sie sind eben patriarchalisch geprägt und tun Frauen in Rollen drängen oder halten, Männer natürlich auch, aber vor allem Frauen, die uns klein halten, die uns limitieren. Und wenn man da plötzlich anfängt, das zu hinterfragen, zu sagen, so, warum macht man das eigentlich so, ist es sehr ermächtigend und bringt einen sehr in seine Kraft. Und das finde ich zum Beispiel, bei mir war das ein ganz krasser Moment, als ich mich entschieden habe oder als ich noch nicht wusste oder darüber nachgedacht habe, zu heiraten. Und das finde ich einen sehr spannenden Moment, zu sagen, okay, da hat man dieses Bild, oh, das weiße Kleid und mit dem Mann und eine Feier. Und das ist ja auch total schön und legitim und es ist ja gar nicht in Frage zu stellen, ob das jemand irgendwie auch für sich möchte. Aber bevor ich so im Automodus da irgendwie mir das im inneren Auge vorstelle, dass ich mit einem weißen Kleid dann irgendwie da runter, mein Papa mich zu meinem Partner irgendwie übergibt,
hatte ich mir die Frage gestellt, okay, was sind denn das eigentlich da für unbewusste Muster und unbewusste, unachtsame Wünsche, die ich gar nicht weiß, ob ich sie wirklich will oder ob sie mir eingeprägt wurden. Und dann habe ich mich mal damit auseinandergesetzt, was denn diese Bräuche zum Beispiel auch bedeuten. Was davon bedeutet wirklich etwas Frauenunterwerfendes, also weil wir wurden ja im Endeffekt in der Ehe als Objekt übergeben an von unserem Vater als Besitz, an den Mann als Besitz. Also das ist ja wirklich, was Ehe ursprünglich war. Auf der anderen Seite, dann will ich überhaupt Teil von diesem Konstrukt sein. Also das fand ich einen sehr spannenden Prozess für mich. Und man sagt, okay, geschichtlich sind da einfach so tiefe Wurzeln, die kaum sichtbar sind und auch wir so verinnerlicht haben, dass wir das manchmal gar nicht mehr wahrnehmen oder sehr viel davon nicht wahrnehmen. Also Misogynie, dass wir einfach diesen internalisierten Frauenhass so tief auch drinnen haben, dass wir diese ganzen Dinge, die uns am Ende limitieren, die uns am Ende vor wirklichem Wachstum auch irgendwie zurückhalten, vor Unabhängigkeit und das so unbewusst drin ist, dass da eben Achtsamkeit extrem hilfreich ist, die eigenen Gedanken zum Beispiel zu beobachten. Warum muss ich jetzt irgendwie in Gedanken die andere Frau runtermachen, auch wenn ich durch Instagram scrolle, einfach weil ich gelernt habe, Frauen sind Konkurrenz und ich muss sie immer über ihr Äußeres bewerten. Als Frau, aber auch natürlich als Mann. Oder warum denke ich schon wieder, der Mann darf keine Emotionen zeigen, weil eigentlich sage ich, ich will einen emotionalen Mann, aber wenn er dann Emotionen zeigt, dann finde ich ihn schwach und nicht mehr so attraktiv. Was ist das in mir? Das ist auch ein patriarchalisch geprägtes Denkvermögen. Und da finde ich eben Achtsamkeit, dieses Bewusstwerden, einen krassen Befreiungsakt, weil das die Möglichkeit ist zu sagen, so warte mal, denke ich das oder wurde mir das beigebracht? Da trifft für mich eben Achtsamkeit auf diese Selbstermächtigung von Frauen oder dieses Austreten aus Mustern, aus Zwangsjacken und irgendwelchen Ketten, die irgendwann angelegt wurden, weil andere davon profitieren, aber ich als Person überhaupt nicht in diesem Konstrukt und andere auch nicht. Wie kann ich Teil davon sein? Und das ist auf jeden Fall ein sehr spannender Prozess und da kann ich auf jeden Fall jede und jeden, die zuhören, dazu aufmuntern, denn es ist manchmal sehr unangenehm, weil man sich ertappt, dass man auch Teil des Systems ist und damit auch profitiert und davon Teil ist, auch selber sozusagen den Fisch gefressen hat und einfach sagt, ja, das passt schon so. Aber auf der anderen Seite ist es eben auch etwas, was sehr machtvoll ist, also diese Power hat. Ja, nicht nur das, man muss es ja auch politisch betrachten. Ich glaube, du bekommst jetzt auch gerade so ein bisschen mit, dieses Mama-Sein vor allem oder auch Elternteil-Sein, dass es politisch wirklich anstrengend ist teilweise, weil du keine Förderung bekommst oder dich ungerecht behandelt fühlst. Also ich habe auch das erste Jahr mit meinem Kind, es war leidvolle Erfahrungen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also ich bin jetzt auch, wenn mir irgendjemand Petitionen schickt oder irgendwas, ich bin da sofort dabei, weil ich wirklich ambitioniert bin, dass da sich was ändert, weil es ist wirklich schade, wenn man dann als Mutter, die ja auch, ich meine, ich habe ja relativ früh mit der Selbstständigkeit angefangen und habe mich dann auch niemals gegen Kinder entschieden und habe gesagt, ja, wenn das kommt, dann wird das schon so klappen. Und es ist auf jeden Fall, ich glaube, da sind wir uns hoffentlich einig, dass man wirklich Hilfe braucht und zwar egal von wem, denn um ein Kind zu erziehen, braucht es ein ganzes Dorf. Das ist so ein blöder Spruch, aber irgendwie ist er so wahr, weil diese Unterstützung, das tut einfach so gut. Also ich sage mal, als Person selber tut es einem gut, es tut dem Kind gut und das ist teilweise super schwer zu bekommen. Ich habe das Glück mit meiner Familie im Rücken, aber es gibt ja auch viele, die dann keine Familie im Umkreis haben und dann ist man einfach auf so politische Strukturen angewiesen. Und da läuft auch noch meines Erachtens ganz, ganz viel falsch. Und jetzt nochmal auf dieses Thema der Selbstständigkeit, habe ich nämlich letztens auch mir einen Satz anhören müssen, dass jetzt halt wir im Zeitalter sind, wo Frauen ja jetzt alles wollen. Ja, die wollen jetzt Mama sein und jetzt wollen sie auch noch arbeiten. Ne? Und das machen sie ja nur, um da gesehen zu werden, um dann irgendwie alles zu haben. Dann war ich total perplex und dachte mir, okay, also erstens vielleicht ja, ist irgendwas falsch dran. So, ne? Einfach mal so als Frage. Hab mir total schwer getan, aber dachte mir, Mensch, ich musste diese Erfahrung, diesen Satz, den muss ich auch mal dir erzählen, weil ich dachte, ich weiß nicht, bist du damit auch konfrontiert? Was sagst du dazu? Ich habe mir so schwer getan, der saß mir echt in Mark und Bein und zwar ein paar Tage lang. Ich merke es gerade, das ist so richtig so ein verdatterter Moment, so dieses sprachlos, oder? Ich kann, also wenn jemand fragt, total. Oh Gott, ihr Frauen wollt ja jetzt irgendwie alles.
So, was soll das denn? Was ich dann in so einem Moment ganz spannend bin, zu fragen, so, okay, und was daran stört dich jetzt genau, wenn ich die Option haben möchte, eine Familie zu haben und trotzdem eine erfüllte Arbeit? Was stört denn diese Person daran? Also wo liegt denn da das Problem? Das haben ja Männer schon immer. Obwohl die meistens ja das Familienleben nicht so genießen können, weil sie ja mehr in diese Arbeit gedrängt werden. Und ich glaube, dass wenn wir Frauen vor allem uns so plötzlich diesen Raum einnehmen, zu sagen, ja, weißt du was, ich kann ein Kind haben, ich kann eine Familie haben und ich kann trotzdem eine erfüllte Arbeit haben und ich kann trotzdem arbeiten. Es geht nicht beides in dem gleichen Ausmaß, wie wenn man sich auf eine Sache konzentriert. Das habe ich sehr krass gelernt. Diese Rolle, also wenn das so suggeriert wird, so ja, voll krasse Karrierefrau und Familie, dann ist, wie du gesagt hast, extrem viel Support im Hintergrund dabei. Das finde ich immer ganz wichtig, dass wir da schon diesen Realitätscheck machen, weil wenn die Männer die Karriere gemacht haben, hatten sie ja immer die Frau, die dann eben die Familie zusammengehalten hat. Das heißt, wenn ich als Frau beides möchte, habe ich schon auch den Bedarf danach, dass da viel Unterstützung ist, wie du auch meintest, auch die politischen und sozialen Strukturen dazu. Aber gleichzeitig ist so, warum macht das so vielen Leuten so krass Angst, wenn Frauen selber die Sachen sozusagen halten können und they can have it all, also im Sinne von, ja, ich kann beides haben, vielleicht nicht exklusiv und in der hundertprozentigen Version, außer eben, ich hole mir sehr viel Unterstützung dazu, was auch vollkommen fein ist, aber warum macht das so vielen Leuten so wahnsinnige Angst, dass sie in Angriff gehen und dir dann so ans Bein bieseln müssen und zu sagen so, was soll das eigentlich? Wo ich mich echt frage, was bedroht dich das denn so, dass ich das so möchte und ich möchte die Option haben, genauso wie ich dann anderen Personen einräumen möchte, dass sie eine andere Option wählen, die zum Beispiel die klassischen Geschlechterrollen wählen möchten mit Familie oder andersrum, der Mann möchte mal zu Hause bleiben und sagt, mein Gott, ich würde so gern viel Zeit mit meinem Kind verbringen. Das ist auch nicht leicht, dass die das nicht so in einem Ausmaß machen können, weil die sind da ja auch so unter Druck, dass sie nicht irgendwie mehr als 2 Monate Elternzeit nehmen dürfen, weil dann ist ja gleich die Karriere im Eimer. Also ich finde es spannend, mich da immer wieder drüber zu wundern, warum meine Lebensrealität und meine Lebensentscheidungen von privaten Personen oder auch von anderen oder meine Freiheit, mehr zu entscheiden, andere ja nicht einschränkt, aber trotzdem anscheinend so sehr bedroht, dass sie mir meine Rechte absprechen müssen oder meine Möglichkeit, mein Leben so gestalten, wie ich möchte. Und deswegen würde ich immer bei sowas voll gern die Leute dann auch einfach fragen. War das eine Frau oder ein Mann, darf ich wissen? Es war tatsächlich eine Frau und ich fand es spannend, weil es war nicht so, als hätte sie für ihr Leben eins von beiden gewählt, sondern sie hatte auch beides und dementsprechend war ich war wirklich etwas verwirrt fast schon und habe mich natürlich dann auch ein bisschen emotional gerechtfertigt, weil ich, man muss dazu sagen, ich bin eigentlich in vielen Sachen, die mich selbst betreffen, relativ standhaft, was meine Meinung angeht, aber in Sachen Muttersein ist so, das ist Mom-Guilt, das ist, it's a thing, ja. Also quasi, wenn du irgendwie so ein, was mitschwingt von, könnte das eventuell bedeuten, ne, wenn du jetzt quasi durch deinen Job dich zeigen möchtest, das sollte eigentlich wertfrei sein, aber gut, dich zeigen möchtest, nur gut, dann möchte ich das halt, dann sozusagen bist du dann auch eine schlechte Mutter, also das halt brutal mitgeschwungen, ja. Das hat natürlich mich auch irgendwo verletzt, ja. Aber es scheint ja so, als wäre das das, was sie selber von sich denkt. Also das ist ja das krass Spannende in solchen Momenten, dass wenn Leute einem sowas vorwerfen, wo man sich fragt, so wo kam denn jetzt die Breitseite her, dass das wahrscheinlich etwas ist, was sie selber über sich denkt. Und da ist der Moment eben spannend. Das haben wir ja alle in so Momenten, dass wir dann irgendwie jemanden was vorwerfen oder dass wir jemanden irgendwie klein halten wollen oder dass wir das irgendwie über jemanden schlecht reden oder uns angegriffen fühlen durch das Verhalten von jemand anderen, was ja nichts mit einem direkt zu tun hat. Sie hat sich ja offensichtlich irgendwie angegriffen, vielleicht gefühlt von dem, wie du das lebst oder was auch immer der Kontext war. Und was dann spannend wird, ist, das hat nichts mit der anderen Person zu tun, sondern nur mit einem selber, wenn man sich angegriffen fühlt durch das Verhalten von jemandem, durch die Lebensentscheidung von jemand anderen, durch die, oder man muss jemanden schlecht machen. Das ist die Frage, was ist da bei mir selber los? Was für einen Mangel empfinde ich da vielleicht? Oder was triggert das? Das ist ja auch so ein schönes Modewort. Also was löst es in mir aus, dass
ich das so krass bewerte. Und das darf ja auch so sein. Also ich darf natürlich auch andere Leute irgendwie kritisieren oder ich darf hinterfragen, was für Entscheidungen andere Menschen fällen. Aber die Frage ist, steht da ein Vorwurf? Also so, hä? Ja. Und dann zu sagen, okay, warum löst es in mir das aus? Und das wäre ja dann für sozusagen Sie jetzt eine spannende Frage, sozusagen, warum triggert mich das? Warum löst es so eine Reaktion auf mich aus, dass du, Feli, so ein Leben führst? Was ist es in mir, was ich mir selber nicht erlaube? Oder was wünschte ich mir, was ich aber nicht habe? Oder was ist das genau? Und da trifft wieder die Achtsamkeit rein, sich selber zu hinterfragen, okay, was sind das für Muster? Und so können wir uns selber besser kennenlernen und vor allem auch schauen, okay, wo sind denn eigentlich so tiefe Wünsche vielleicht oder Bedürfnisse oder auch Schmerz? Was kann ich vielleicht dann leichter machen? Und dann ist eben die andere Person eher einfach nur ein Wegweiser unter deren Verhalten. Vor allem, wenn es eben nichts mit mir zu tun hat. Jetzt vollkommen unabhängig von irgendwie Verhalten, das einfach außerhalb des Mitmenschen-Kodex sozusagen, also des Miteinanders, dieser Kodex aus Respekt und Menschenrechte rausfällt. Ja, das ist was anderes. Aber da zu sagen, okay, warum ist es für mich so ein rotes Tuch zum Beispiel? Oder warum fällst du dann in emotionale Rechtfertigung und sagst, ja, Mom Guilt springt sofort rein und das ist ja so krass. Mom Guilt ist einfach echt, ei, wer hat sich denn das ausgedacht? Das ist halt immer spannend, da so nochmal sich das genau anzuschauen. Aber in der Situation ist es manchmal super schwierig, aber vielleicht für einen selber auch nochmal, wenn man in Situationen ist, so dieses, was ist es denn in der anderen Person? Warum habe ich das in ihr ausgelöst? Und dann auch selber, warum bin ich dann so emotional geworden, wie du ja selber auch über dich sagst. Ja, und da hilft dieses, sich selber zuhören und die Fähigkeit haben, sich selber wahrzunehmen und die eigenen Gedanken, Gefühle, Emotionen, Bedürfnisse, Wünsche zu lesen, die Ängste, die Schmerzen lesen zu können von sich selber und einordnen zu können. Werde ich auf jeden Fall mitnehmen. Danke erstmal. Dieser Mom-Guilt, den wir vorhin angesprochen haben, da will ich noch mal so ein bisschen tiefer rein. Mom-Guilt für alle, die jetzt keine Moms sind. Sagen wir es mal so, gelerntes, Ratschläge, die bekommt man ja auch als Nicht-Mama. Ja? Man bekommt Ratschläge von anderen, vielleicht aber auch, wie gesagt, diese gelernten Muster. Und eigentlich trifft es einen mehr emotional und hinterfragt sich immer selber, sodass man vielleicht auch irgendwas macht, was man vielleicht nicht möchte oder vielleicht was macht, aber, und das finde ich noch viel schlimmer, wenn man eigentlich etwas gut macht und das aber dann als nicht genug empfindet. Und das empfinde ich als Mom-Guilt, aber diesen Guilt, würde ich mal sagen, den verspüren wir, glaube ich, in jeglichster Form alle irgendwo bei Dingen, die wo man vielleicht dann eine Schwäche hat, ich weiß es nicht. Bei mir das erste Mal halt Mutter werden damals, ist jetzt auch schon ein paar Jahre her sozusagen, war für mich wirklich, es war halt so neu. Und ich glaube, das war so mein Ding, es war neu. Und deswegen war ich so gefühlt angewiesen auf so Ratschläge. Man war so viel feinfühliger, viel offener und dementsprechend natürlich auch offener für jeglichen Müll. Ja, und was machst du da? Sagst du, okay, ich höre mir das schon alles an, weil ich will mir so das Beste rausfiltern? Oder hast du dann auch Momente, wo du sagst, boah, jetzt, ich weiß es gar nicht, mache ich das gut? Ich weiß es nicht. Also man wankt ja so ein bisschen. Es ist so lustig, weil es ist ja eigentlich oft im Leben so, dass es viele Optionen gibt. Es gibt nicht die eine richtige Version. Und man kann im Endeffekt deswegen alles oder eigentlich kann man gar nichts falsch machen. Aber mit diesem Mom-Thema kommt halt noch sehr viel hohe Erwartungen an sich selber ran und hohe Erwartungen vom Außen. Plus irgendwie wird einem suggeriert, es gibt so eine beste Version, die Dinge zu tun. Und das stimmt ja nicht. Keiner hat wirklich einen Schimmer und allen, glaube ich, geht's ja gleich. Also beim ersten Kind, glaube ich, ich habe keine Ahnung, wie es mit dem zweiten ist, aber ich habe gehört, das wird dann leichter, ist so dieses... Erstmal ist es so krass, was das für Anforderungen an einen plötzlich stellt, plus dieser Drang und dieses Bedürfnis, dass man das wirklich maximal gut macht, aber es gibt nicht die eine richtige Version davon. Und dann kommen noch von außen Leute, weil es haben ja viel mehr Leute schon miterlebt. Wenn ich jetzt sage, es gibt eine Yogastunde, dann ist ja schon die Anzahl der Menschen, die mir Feedback geben können zu der Sache, schon mal viel, viel, viel kleiner. Und
was so krass ist bei dem Mom, es ist halt einfach durch alle möglichen Berufe durch alle möglichen, weiß ich nicht, religiösen Glaubensbekenntnisse, durch alle möglichen politischen Einstellungen. Plötzlich haben wir so eine gemeinsame Erfahrung, das ist ein Kind zu haben. Und dann kriegt man, ja, nicht nur ich, aber auch allgemein plötzlich Ratschläge von Menschen, die zum Beispiel meine Werte gar nicht entsprechen oder die eine andere Version gewählt haben, Kinder großzuziehen und haben damit gute Erfahrungen gemacht. Aber dann habe ich gleich wieder das Gefühl, fuck, ich habe jetzt doch irgendwie die falsche Version gewählt, weil es gibt halt einfach so viele Optionen. Das heißt, eigentlich kannst du sowieso nur alles falsch machen. Das heißt aber gleichzeitig, du kannst eigentlich irgendwie nichts falsch machen, gefühlt. Und das finde ich erstmal so, was ich so spannend fand, das eben zu wahrzunehmen, dass das irgendwas ist, wo so krass viele Menschen eine Erfahrung gemacht haben damit, gleichzeitig wissen, wie hilflos man sich fühlt, man sich unterstützen will, aber gleichzeitig auch aus wirklich all der ganzen Bandbreite von Lebensstilen und Lifestyle sich plötzlich irgendwelche Tipps reinzieht, wo ich sonst jetzt auch nicht hinhören würde. Keine Ahnung, Klamottenwahl. Wenn ich irgendwie sage, ich ziehe eher so legere Klamotten an, dann würde ich mir jetzt auch nicht Tipps holen von jemanden, die irgendwie nur mit wahnsinnig teuren oder sehr schicken Klamotten rumrennt, weil wenn die mir Tipps gibt, was ich mir jetzt kaufen soll, dann treffen wir uns doch überhaupt gar nicht, weil ich eher Typ Leggings und T-Shirt bin. Und da aber bei der Mom-Thematik treffen sich plötzlich alle, was aber auch schön ist. Aber ich zum Beispiel, was ich mache, ich hole mir halt tatsächlich bewusst Tipps von Freundinnen, wo Werte und wo so wir ähnliche Einstellungen haben dazu, wie wir selber ein Leben für uns gestalten und somit auch für unsere Kinder. Also da gehe ich wirklich bewusst hin und sage, mein Gott, kannst du mir bitte helfen? Das finde ich sehr, sehr hilfreich, zu sagen, okay, leben die denn schon außerhalb von diesem Kind einen ähnlichen Lifestyle wie ich und ähnliche Werte? Und dann kann ich da von denen auch lernen. Und wie gesagt, wenn es Freundinnen sind, ist das ja auch immer noch eine ganz andere Sache. Auf Social Media zum Beispiel, wenn ich mal eine Sache frage, ich habe eine sehr coole Community, also ich kriege relativ wenig Negatives, aber ich hatte auch schon so Nachrichten, wie so, als es um das Thema Kita ging, dann kam dann gleich so mit Vorwurfmäßig, ja, du weißt schon, wie negativ das ist, wenn man das Kind schon so früh in Fremdbetreuung gibt. Man sollte als Mutter sich 3 Jahre um das Kind kümmern. Ich dachte so, sag mal, hackt's bei dir eigentlich? Aber ich habe Gott sei Dank mittlerweile da einfach eben entschieden, von wem möchte ich Tipps bekommen, und wenn ich jemanden nicht frage, dann hat dieser Vorwurf auch einfach keinen Platz, weil du stehst nicht mit mir in der Arena, ich habe dich nicht gefragt, ob du mit mir an meiner Seite kämpfst, sondern du bist dazugekommen und hast einfach mal von hinten mir eine drauf gebraten. So, nee, das geht nicht, das ist einfach nicht in Ordnung, und es war nicht wohlwollend, sondern hast wirklich hinterrücks mit der Bratpfanne mir eine draufgezogen, und somit ja, kriegst du von mir auch nicht die Aufmerksamkeit. Wenn ich aber sage, hey, kannst du mir mal helfen? Das ist was anderes. Und da kann auch sozusagen die Bratpfanne auch liebevoll gemeint sein. Also auch wenn es unangenehm ist, wenn es dafür da ist, dass wir beide wachsen, so, hey, wusstest du eigentlich, dass das und das auch helfen könnte? Da kriege ich auch manchmal ungefragt solche Nachrichten. So ein bisschen die Intention dahinter ausfiltern, und dann höre ich da gerne drauf. Aber vor allem, wenn ich wirklich Hilfe brauche, dann frage ich meine engen Freunde und Freundinnen. Und das hilft mir dann einfach, das auszufiltern. Und Mom-Guilt ist einfach richtig, sorry, wenn ich das so sage, ist einfach eine Bitch. Ist absolut 110%. Und wir haben es einfach alle. Ich glaube, das ist super wichtig. So, wir Frauen sind sowieso sehr schuldbehaftet. Ich meine, wenn man sich anschaut, woher das kommt, ist ja alleine schon von der Geschichte der Bibel. Wir Frauen sehen ja Schuld daran, dass wir nicht mehr im Paradies alle leben. Das ist sozusagen die Story, auf der unsere Gesellschaft aufgebaut ist. Wir sind schuld, dass wir aus diesem Paradies geflogen sind. Und noch dazu sind wir sowieso nur ein Teil vom Mann und nicht ein eigenständiges Lebewesen. Und wenn darauf eine Gesellschaft aufgebaut wird, auf dieser Geschichte, die ja einfach schon eher eine Fabel ist, dann kann man sich ja vorstellen, wenn einfach das unsere Basis ist, Frauen sind schuld, dann ist ja klar, dass diese Mom-Guilt
auch echt tief verwurzelt ist und ganz viel auch instrumentalisiert wird, alleine durch irgendwelche Social-Media-Ads, was ich jetzt noch alles, Montessori-angepasste Schuhe, die Barfußlaufen ermöglichen, weil sonst wird mein Kind niemals gut gehen können. So, was ist, und die kosten aber auch 80 Euro und die halten 2 Monate. So, Alter! Ja, also das ist tatsächlich auch nochmal so eine Sache. Der Markt für Baby-Kindersachen ist sowieso unersättlich. Und ich glaube, wenn jemand Bock hat, in diesem Markt irgendwas zu verkaufen, ich weiß es von einer Bekannten, das ist ein wunderschöner Markt, denn Mütter haben Zeit, haben auch, und das ist interessant, geben meistens viel mehr Geld aus für die Kinder als für sich selber. Also es ist ein brutaler Markt. Aber ja gut, wir haben jetzt über das ganze Thema Achtsamkeit gesprochen. Wir haben über das Thema Achtsamkeit im Alltag gesprochen. Wir haben über Achtsamkeit in Kommunikation gesprochen, also ich würde sagen, in unserem Sozialverhalten. Wir haben aber auch über Achtsamkeit in Sachen Muttersein gesprochen und nicht ganz zuletzt auch in einem, und da möchte ich auch noch mal kurz was anfügen, Achtsamkeit in Sachen Social Media. Denn da möchte ich euch allen, die jetzt vermutlich mal die ein oder andere Nachricht bekommen haben, im Social Media den ein oder anderen Kommentar, ihr lest nicht die Worte der Leute, ihr lest die Gedanken der Leute. Und das ist ein verdammt großer Unterschied. Denn wenn ihr mal euch draußen bewegt und dann merkt ihr schon, wie eure Gedanken schweifen, vielleicht geht ihr an dem einen oder anderen vorbei, die Frisur findet ihr toll, die Leggings, die Farbe, die gefällt mir jetzt aber nicht. Ja, weil das sind nämlich eure Gedanken, die sind komplett flüchtig und das passiert leider auch im Social Media. Das heißt, Leute schreiben ihre Gedanken und die können teilweise richtig verletzend sein. Und ich hoffe, dass sich da sehr viel ändert, denn wenn man mal ehrlich ist, wenn man manches liest, was man denkt, was man reinschreibt, also vielleicht beobachtet ihr das auch bei euch selber, sprecht es mal laut aus und fragt euch mal, ob es dann immer noch passend ist oder ob es vielleicht schon ein bisschen ungefragt unpassend ist. Denn da habe ich auch schon einiges erlebt und man muss ja ehrlich sein, meistens schreiben das Menschen, die eigentlich auch sowas gar nicht haben möchten. Also die sind auch ein bisschen sensibler in diesen Belangen und möchten es genauso so eine Nachricht vielleicht auch nicht lesen. Also seid ein bisschen netter zueinander. Das ist wirklich, wirklich wichtig. Das vereinfacht unser Zusammenleben um so viel. Viel, ja. Die Schönheit, im Moment haben wir auch aufgegriffen. Das fand ich auch toll in Sachen Touri in der eigenen Stadt. Und jetzt haben wir ein Thema noch nicht aufgegriffen. Und das würde ich gern als Abschluss nehmen. Und das ist Achtsamkeit in Sachen Ernährung, weil das passt ja so gut zu uns. Und ich würde sagen, Gesundheit und Genuss, so wie unser Podcast auch heißt, passt da ganz gut und würde dir somit jetzt halt die Abschlussworte geben. Vielleicht hast du da noch einen Tipp in Sachen Kale and Cake, Achtsamkeit in Sachen Ernährung. Ja, mega gerne. Super schön, wie du auch alles zusammengefasst hast. Ich denke mir so, wow, was wir alles schon geredet haben. Ich hoffe, es können alle viel mitnehmen und auch schönen Gesprächen und tollen Fragen. Achtsamkeit, wenn es um Essen geht. Also, was ja ganz krass ist und ich einfach ganz, ganz schlecht auch darin bin, ist Essen, wenn man hungrig ist. Und aufhören zu essen, wenn man satt ist. Das hört sich jetzt total banal an, aber es ist wirklich eine Kunst heutzutage. Denn Essen ist ja so viel mehr als nur Nahrungsaufnahme. Es ist ja auch wahnsinnig emotional und sozial und kulturell. Und es hat wahnsinnig viele andere Faktoren, die da mitspielen. Und ich hatte das, glaube ich, mal gelesen, dass das ein Mönch gesagt hat, so von wegen, was ist so, wie sollen wir denn essen? Und dann war einfach nur die Antwort, ist, wenn du hungrig bist und hör auf zu essen, wenn du satt bist. Und dass das aber wirklich, wirklich schwierig ist, aber eine schöne Möglichkeit ist, mal wahrzunehmen, ist das jetzt gerade Appetit, also habe ich Bock auf was oder habe ich wirklich Hunger? Und dass das ein Riesenunterschied ist, das wahrzunehmen und dann auch zu sagen, okay, bin ich jetzt satt? Also habe ich jetzt wirklich genug gegessen oder esse ich weiter aus eben Lust, esse ich weiter, weil es gut schmeckt. Und das ist nicht unbedingt schlecht. Also wie gesagt, das hat ja auch was Schönes und was Kulturelles, aber zu sagen, ich bin da etwas achtsamer damit, wie viel ich zu mir nehme und in welchen Situationen, das verändert einfach auch das Verhältnis zum Essen. Und das ist eine sehr schöne Möglichkeit zu schauen, so okay, ist das jetzt gerade Lustessen oder ist das gerade emotional Stress oder situationsbedingte Lust auf Essen?
und dann ist das auch in Ordnung. Dann kann ich aber bewusst entscheiden, okay, brauche ich vielleicht, habe ich eigentlich auch nur Durst oder brauche ich einfach nur irgendwie ein bisschen frische Luft oder brauche ich gerade eine Stressreduktion? Vielleicht gibt es ja eine andere Möglichkeit als unbewusstes Essen. Oder ist es etwas, was ich dann bewusst wähle, so, boah, ich habe so einen Stress, mir tut jetzt einfach was zu essen richtig gut gerade. Oder kann ich auch aufhören, wenn ich einfach satt bin, weil ich mich sonst wieder so ärgere, dass ich so zu viel gegessen habe und so voll bin und nicht gut schlafen kann und deswegen ja auch meine Verdauung nicht so gut funktioniert. Oder ich wieder zu viel gegessen habe, was für meinen Körper nicht so gut ist und ich zu viel davon einfach im Allgemeinen esse und da dann dadurch ja Achtsamkeit nutzen kann, um das wieder wahrzunehmen, Hunger oder Appetit und dann eben voll oder da ist noch Platz für Nährstoffe, um mich zu unterstützen mit Energie für mein Leben. Und das finde ich eine ganz schöne Möglichkeit. Und ich übe mich darin und ich bin richtig schlecht drin. Ja, das war doch ein wunderschönes Ende, oder?